Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen. Diesmal war ich ja in Luzern bei einer ganz lieben Kollegin, bei der Nadine. Sie hat ein Atelier und ist Töpferin oder Keramikerin. Und bei ihr durfte ich das erste Mal an der Drehscheibe arbeiten, das habe ich euch ja erzählt. Und ich konnte auch filmen, also wir haben getöpfert und wir haben mit Pulp gearbeitet. Und da habe ich ein paar Inspirationen mitgenommen und dabei wünsche ich dir sehr viel Spaß. Du drückst die Wurst langsam nach oben.
rechten Winkel hast, nicht rund. Es muss wie ein rechter Winkel, das machst du immer von dir, von den Fingern weg. Machst du jetzt? Gut. Ich will einen schönen Kaffeetafel. Gut. Findest du keinen schönen? Nein, nur bei der Nadine. Genau. Genau. Schwingt durchs Morgen zusammen. Heute ist der zweite Tag. Gestern haben wir auf der Drehscheibe gearbeitet und am Nachmittag haben wir etwas mit Pult gearbeitet. Wir haben zusammen uns gegenseitig ausgetauscht. Es war ein wunderschöner Tag. Wir haben bis abends um 6:30 gearbeitet und konnten gar nicht mehr aufhören. Und heute geht es weiter. Heute werden wir die Töpferarbeiten abdrehen, weiter verarbeiten und am Nachmittag werden wir wieder mit Pulp arbeiten. Ich sitze hier in meinem kleinen Bus, damit bin ich immer unterwegs, wenn ich Workshops gebe oder eben wenn ich liebe Kolleginnen besuche, dann habe ich gleich alles dabei. Und jetzt geht's weiter, es geht los. Tschüss zusammen, bis später. Und dann? Nimmst du das Töpfchen? Oh,
Ein Meter? Ein Messkammer? Ich glaube, hier rein. Zusammen. Heute ist Tag 3. Ganz spontan haben wir noch einen Tag dazu genommen, da wir einfach wirklich nicht fertig werden. Wir haben so viele Ideen und sind uns am Austauschen und daher bin ich heute den dritten Tag hier. Heute werde ich meine Tassen noch fertig machen, damit sie in den Brennofen können. Und Nadine wird sich nochmals mit Pulp ausprobieren. Wir sind ja an zwei kleinen Figuren und hatten dann noch die glorreiche Idee, hey, wir versuchen das auch mal mit Ton, mit dem Aufbau und naja, wie es so ist unter Kreativen. Man könnte, ich glaube, 2 Monate zusammen sein und die Zeit würde nicht reichen. Also heute Tag 3. Ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit. Es hat bis jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, wir legen los und es geht weiter. Bis später! Das ist mir auch schon passiert. Wo immer das noch rausfährst, weißt du, wo du immer zuerst ja, Müll oder? Ja.
spannend. Lebe ich echt unter. Was wieder. Das waren nun jetzt die kleinen Eindrücke von Luzern. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für dich. Ich auf jeden Fall bin schon etwas dem Töpferfieber verfallen. Also vor allem die Drehscheibe, die hat es mir wirklich angetan. Und beim nächsten Mal zeige ich dir was für draußen, was du auf dem Balkon oder in den Garten hängen oder stecken kannst, und das wird auch aus Pulp sein. Und noch was, wer Interesse hat, an einem Wochenende ein Pulp-Workshop hier zu machen, ist ganz herzlich eingeladen. Ich blende unten nochmals die Daten ein. Es kommt sogar jemand mit dem Kastenwagen, da kann sie natürlich drin übernachten. Aber vielleicht findest du auch den Weg zu mir ins Atelier und wir verbringen ein tolles Wochenende zusammen. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, genieß das schöne Wetter. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Tschüss zusammen.